Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gepflegten Runde. Bla bla bla. Okay. Es ist mir nur wichtig, dass ich gepflegt sage, denn im Gegensatz dazu sieht das hier eher nicht so gepflegt aus. Wir wollten haben beim letzten Mal mit Wilbur ganz abenteuerliche Sachen gemacht, die wir leider nicht mitverfolgen konnten. Aber wir haben jetzt ein Holzsack und ein Seil. Und er hat sich ganz super geschlagen. Konnten wir leider noch nicht sehen. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir damit anrichten können. Ah, okay, mit dem Seil. Da komme ich nicht dran. Ah, okay. Kann man das irgendwie zurückschieben? Okay, anscheinend nicht. Da müssen wir die Sachen der Ivo geben. Und sie fährt dann für uns rüber und holt sich den Schatz. Einmal den Holzdeckel. Hallo? Nicht? Okay, das Seil zumindest. Ich weiß nicht genau, wofür der Holzdeckel sein soll, aber... Bitteschön. Danke. So, probieren wir es mal. Ich denke, da fehlt noch was, aber wir schauen gleich mal. So. Ich binde das Seil an den Henkel. Alleine werde ich es nicht schaffen. Vielleicht mit Wilbos Hilfe. Ja, ich bin stark. Du bist vor allem schwer. Darauf kommt es hier an. Okay, interessant. Tut sie es jetzt vielleicht? Kein Interesse. Okay, das tut sie nicht. Oh, das haben wir uns gar nicht angeschaut. Magensäure. Eine ganze Menge. Sie kann einen Menschen in Minuten auflösen. Und dem Geruch nach zu urteilen, ist das schon einige Male vorgekommen. So, wir haben genau die drei Sachen, die wir machen können. Ich möchte aber, dass sie das Fass nur rüberschiebt. Alleine werde ich es nicht schaffen. Ja! Du bist vor... Okay. Muss ich das Wilbur dann vielleicht um die Hüfte binden, oder? Also mit dem Halsdeckel können wir so nichts machen. Wir benutzen das nochmal. Moment. Ich meine, wir können hier nichts... Also, die Sachen da hinten sind jetzt auch ausgeblendet. Damit können wir nichts machen. Wenn Ivo es nicht schafft, die Truhe alleine aus der Wand zu ziehen, brauche ich es gar nicht erst versuchen. Ja, aber irgendwas müssen wir doch machen. Freunde. Ah, okay. Ach, das würde uns nicht weiterbringen. Ivo und ich könnten trotzdem nicht gemeinsam auf die andere Seite kommen. Okay. Dann... Ach, das würde uns... Nee. Nee, das bringt nichts. Was habe ich übersehen? Ah, natürlich. Oh Mann. Ich weiß ganz genau, wie sie rüberkommen wollen. Das ist sehr abenteuerlich. Die Qualle sieht alles andere als glücklich aus. Kein Wunder.
Magensäure ist nicht der bevorzugte Lebensraum für Leuchtquallen. Vor allem müsste sie eigentlich... Bis wir hier raus sind, wird sie hoffentlich durchhalten. Ja. Schau mal, Ivo, was ich gefunden habe. Krabbel mal ins Fass. Ich habe eine Idee. Oh ja, das habe ich schon gedacht. Gut. Bist du sicher, dass das sicher ist? Nie wieder. Immerhin sind wir jetzt beide auf dieser Seite. Okay, da fehlte jetzt die Animation, aber sie hat ihn eigentlich in den Tod geschickt, um ehrlich zu sein. Ja? Zusammen schaffen wir's. Wenn du meinst? Juhu! Scheint, als hätten wir damit unserem großen Freund einen Gefallen getan. Scheint so, ja. Vielleicht müssen wir das vor allem zum Kommunizieren nutzen. Ist das aufregend? In der Truhe ist das Artefakt, das den Krieg entscheiden kann. Ja. Die Truhe wird sich nicht einfach so öffnen lassen. Wir müssen sie aufbrechen. Vielleicht können wir sie einfrieren und... Es muss eben nicht immer alles kompliziert sein. Ich bekomm's nicht auf. Mhm. Sieht nach einem komplizierten Schloss aus. Ich schlage vor, dass wir Captain Bonnet fragen. Vielleicht kann er das Ding knacken. Bestimmt sogar. Aber dafür müssen wir erstmal hier raus. Da liegt noch etwas drin. Mit so einem Ding hat Opa mich eine Woche lang geweckt. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus mir einen Kampfschwimmer zu machen und brüllte mich jeden Morgen damit an. Was ist das? Flüstertüte? Was ist denn eine Flüstertüte? Ah, okay. Müsst ihr dir vielleicht... Ah. Interessante Konstruktion hier. Okay, haben wir sonst irgendwas? Nur Ivo. Was tust du da eigentlich immer? Vielleicht kann ich mit dem Monster Kontakt aufnehmen. Das wird doch nie etwas. Wir sind von Tonnen Fleisch und Fett umgeben. Ja, aber der Schall des Horns wird verstärkt und nochmal verstärkt. Und am Ende ist er etwa... 1000-mal so stark. Physikalischer Humbug. War ja klar. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. Hast du das gehört? Es kann sprechen. Hallo? Wer spricht da? Ist dein Gewissen? Das kann nicht sein. Ich bin ein gewissenloses Monster. Dann, bin ich dein Magen? Dein Magen kann sprechen? Was willst du? Ich will mehr zu essen. Viel mehr zu essen. Wem sagst du das, seitdem keine Fischmenschen mehr geopfert werden? Kommt nicht mehr viel Essbares zusammen. Du könntest hier raus und ganze Städte kaputt trampeln. Wilbur! Aber er hat Hunger. Ich kann hier nicht raus. Ich bin in dieser Höhle gefangen, schon seit tausenden Jahren. Warum weißt du das nicht? Du warst die ganze Zeit über hier und hast geknurrt. Wer bist du wirklich? Ich.
Wer ist ich? Okay, das könnten wir jetzt so weitermachen und so weiter und so fort. Wir machen mal... Wir lassen uns mal bei der Wahrheit. Wir sind zwei Abenteurer und in deinem Magen gefangen. Ja, tut mir leid. Lässt du uns raus? Nein, so häufig bekomme ich nichts zu essen. Aber an uns ist überhaupt nichts dran. Ivo ist ein Strich in der Landschaft und ich wiege auch keine 40 Kilo. Das hat's gar nichts. Komm schon, wir haben dich von dieser Kiste befreit. Was für eine Kiste? Die Kiste, die dieses Loch in der Wand verstopft hatte. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber mir geht es so gut wie lange nicht. Ich danke euch. Willst du uns also gehen? Na gut, aber könnt ihr vielleicht ein paar Schiffe hier locken, oder? Den einen oder anderen Wal. mal schauen. Wiedersehen. Ich fand das Monster nett. Vielleicht könnten wir wirklich das eine oder andere Schiff... Du bist manchmal... seltsam. Aber wenn wir... Was zum... Überraschung, meine Hübsche. Aber, Captain Nate... Hast du die ganze Zeit mit ihnen zusammengearbeitet? Oh nein, meine Liebe. Ich weiß nur zufällig, welche Knöpfe man bei jemandem wie unserem Freund Nate drücken muss. Was hat er dir versprochen? Unser aller Leben, meins im Besonderen. Und den Schatz. Alles, bis auf eine Sache, die er sich aussuchen will. Das kann ich mir vorstellen. Wilbur, du gibst das Artefakt des Schicksals nicht her, verstanden? Verstanden. Das Artefakt des Schicksals. Unbegrenzte Macht. Geh weg. Ich bin ein mächtiger Kampfmagier. Aber sicher bist du das. Nate, das kannst du nicht zulassen. Er wird sich um seine Angelegenheiten kümmern. Das hättest du auch tun sollen. Bring das Artefakt in Sicherheit! Lauf! Nein! Ivo. Nein. Okay, das waren sehr viele Ereignisse. Und ich werde... wie beim letzten Mal, die Ladesequenz überspringen. Bis gleich. Wie konntest du das nur tun? Ich habe euch den Hals gerettet. Naja, dir zumindest. Du hast den Hexer befreit, nur weil du einen Schatz wolltest. Glaubst du ernsthaft, ich habe Munkus auch nur eine Sekunde abgenommen, dass er uns einen Schatz gibt? Ich habe einen Deal mit Munkus gemacht, weil es die einzige kleine Chance war, heil aus der Sache herauszukommen. Verstehst du das nicht? Sie hätten uns verfolgt und das Leben zur Hölle gemacht. Und früher oder später wären wir ihnen in die Hände gefallen. Kein Schatz ist das wert. Glaubst du, irgendjemand hätte noch ein ruhiges Leben, wenn Mortroga das in die Hände fällt? Ich wusste doch nicht. Hey! Hey, Kleiner, wo willst du hin? Schön. Lauf weg. Und nächstes Mal sag mir einfach gleich, worum es... Wilbur! Oh oh. Er wacht auf. Bah. Ganz ruhig. Du bist in Sicherheit. Wir sind Zombies. Okay. Bah. Siehst du? Er hasst uns. Er fürchtet uns. Und deswegen hasst er uns. Unser Komitee hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Nun ist aber auch mal gut. Wir tun dir nichts. Wir sind das Komitee für den menschenwürdigen Umgang gegenüber Untoten. Wir wollen den schlechten Ruf der Untoten bei den Lebenden verbessern. Und bei den Toten. Denn irgendwie mag uns niemand. Wo ist Wilbur?
Da war eine Falle und ein Schatten. Das war ich. Ich habe dich umgerissen. Dabei ist dein Kopf auf einen Stein geknallt. Entschuldige bitte, ich habe diesen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Warum hast du mich umgerissen? Was ist mit Wilbur? Er hat dir vermutlich den Hals gerettet. Der Ork-Häuptling aus dem Lager hat die Falle aufgestellt. Und wenn er dich erwischt hätte, wäre jetzt nicht nur dein kleiner Freund in Schwierigkeiten. Wilbur in einem Ork-Lager? Oh Mann, ob das alles meine Schuld ist? Wie meinst du das? Naja. Nun erzähl schon, Junge. Wie du siehst, haben wir alle Schuld auf uns geladen. Also schön. Mein Name ist Nate. Ich war in Seefels am Westmeer. Da kam dieser kleine Gnom an und... Einige Zeit später. Und bam, alles schwarz. Dann bin ich aufgewacht und ihr wart da. Du hast sie hintergangen. Du wolltest nur deinen eigenen Hals retten. Naja, so kann man das nicht sagen. Du solltest diesen Balken tragen. Ich habe unter Piraten gelebt, Halsabschneidern, aber noch nie, nie... Nun ist aber mal gut, ja? Vielleicht habe ich ein klein wenig egoistisch gehandelt. Als du deine Freunde verkauft hast, weil du hofftest, dadurch selbst heil aus der Sache herauszukommen? Nein. Du musst Wilbur da rausholen. Und du musst die Elfe befreien. Sieht so aus. Und ich muss das Artefakt in Sicherheit bringen. Ich werde dir helfen, wenn du es ernst meinst. Mein Name ist Gulliver. Du kannst mich oben in meiner Werkstatt finden. Komm, Körper! Alrighty, Mighty. Ja, das waren sehr viele Ereignisse, die da vorhin passiert sind. Und anscheinend ist das Amulett, was Wilbur dabei hatte, dann irgendwie aktiviert worden und hat ein Portal erstellt. Ich glaube, das war das Artefakt, was er aus der anderen Welt hatte, meine ich. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube aber schon. So, mal gucken, was wir hier unten finden können. Ein steinerner Sarkophag mit dem Abbild eines Ritters. Vielleicht der Ex-Geliebte der Ex-Lebenden, die davor herumheult. Ein steinerner Sarkophag. Okay. Ein steinerner Sarkophag. Okay. Ein steinerner. Okay, nein. Sorry. Wir schauen uns vorher nochmal um. Ich möchte mit ihr noch nicht reden. Oh, schöne Musik mal wieder. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau. Und hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Die Musik, also das ist echt, das verdammt, das erinnert mich verdammt krass an Final Fantasy 9, also zeitweise. Nicht alle Sachen davon, aber viele davon sind wirklich mit der Musik aus dem Schloss am Anfang in Alexandria vergleichbar. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ist natürlich auch die Titelmelodie ein bisschen eingebaut. Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Ja, vermutlich. So, wir haben da oben Fledermäuse. Und hier geht's raus, aber ich glaube, sonst können wir nicht viel machen. Ah, hier, okay. Da haben wir noch was. Und hier da unten hängt ein Stück Kleidung aus dem Sarkophag. Leder, wie es scheint. Ich hoffe, da hängt niemand dran. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. In dieser Vertiefung hat... Okay. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Oh, diese Qual! Diese Schmerzen!
So Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Nein! Es ist noch tausendmal schlimmer! Yeah. Genau. Tausendmal schlimmer, denn die Folge ist hier zu Ende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.